Gestern sind aus meiner Sicht zwei wichtige Dinge passiert, die miteinander zusammenhängen. Nämlich, wir haben einen Crash bei den Kryptowährungen gesehen und eine anschließende Erholung. Und wir hatten gestern das FOMC-Protokoll, das Protokoll der letzten FED-Sitzung. Und da wurde erstmals von einer Möglichkeit gesprochen, auf die nächsten Sitzungen zu diskutieren über eine Reduzierung der Anleihekäufe. Die FED hat in diesem Protokoll sorgfältig das Wort Tapering vermieden, denn das hat einen unguten Touch. Wir erinnern uns 2013 an das Taper Tantrum. Damals sind die Märkte ziemlich abgesoffen in der Furcht, eben, dass die Anleihekäufe reduziert werden, dass damit die Unterstützung der Notenbank weniger wird. Das hat die Märkte damals ziemlich verunsichert und genau das ist das Problem für die FED. Wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich diesen Ausstieg, diesen schrittweise Ausstieg aus dieser ultralaxen Geldpolitik kommunizieren, ohne dass die Märkte abstürzen? Gestern haben sich die Märkte nach anfänglichem Erschrecken dann wieder beruhigt. Ich will gleich zeigen, wieso. Aber zunächst mal hier diese Aussage der FED, die so ein bisschen manchen auf den falschen Fuß erwischt hat. A number of participants, also einige, eine Zahl von Mitgliedern des FOMC, des Offenmarktausschusses, suggested that if the economy continued to make rapid progress, also wenn die Wirtschaft weiter sich so schnell und gut entwickelt in Richtung der Ziele der FED, dann könnte es appropriate at some point in upcoming meetings to begin discussing a plan for adjusting the pace. Also dann sollte man anfangen, über das Volumen, die Volumenreduzierung zu sprechen bei den Anleihekäufen. Die Märkte, wie gesagt, erstmal verschnupft. Oh, jetzt haben sie doch wirklich das böse T-Wort zwar nicht gesagt, aber gemeint. Das hatte dann erstmal für schlechte Laune gesorgt. Aber dann wollen wir uns zunächst mal anschauen, was bedeutet eigentlich Tapering im deutschen Sprachgebrauch. Wiederum aus dem Englischen entlehnt, bezeichnet es eigentlich die Reduktion des Trainingsumfangs vor einer großen Ausdauerbelastung. Also wenn jemand zum Beispiel Marathon läuft und dafür trainiert, dann versucht er kurz vor dem Marathonlauf das Trainingsprogramm ein bisschen runterzufahren, um den Körper eben zu schonen für diese große Belastung. Im Finanzbereich ist es the slowing of asset purchases, also die Reduktion eben von den Anleihekäufen, die man tätigt, und Tapering normally results in a quick downward reaction in financial markets. Also normalerweise führt dieses Tapering dann zu einem Sturz der Märkte, zu einem Abverkauf der Märkte, zu Schwäche der Märkte, was dann, wie hier Investopedia zeigt, normalerweise dazu führt, dass die Notenbank dieses Tapering dann zurücknimmt und die Anleihekäufe wieder ausweitet, weil eben diese drogensüchtigen Märkte ohne Drogen nicht mehr leben können. Also sagt sich der Dealer, ich wollte den ja eigentlich trockenlegen, geht aber nicht, der reagiert ganz komisch, der hat allergische Schocks, nämlich mit der Aussicht erstmal diesen Entzug durchstehen zu müssen, also gebe ich doch lieber wieder Droge. Jedenfalls ist das 2013 so ähnliche passiert. Das ist das große Problem, das die Märkte haben, und das bedeutet nach meiner Auffassung gleich Folgendes. Schauen wir uns aber erstmal an, warum die Märkte gestern dann gestiegen sind. Erstmal, hier oben sehen wir Robert Kaplan. Das war der Einzige, der das immer wieder angedeutet und gefordert hat, nämlich Tapering, der gesprochen hat von Exzessen, von Imbalances, von Dingen, die einfach zu exzessiv sind. Wir schaffen eine Blase, so sinngemäß der Dallas Fed-Chef, und wenn die platzt, dann haben wir ein Riesenthema. Deswegen sollten wir diese Blase gar nicht erst so entstehen lassen. Und die Märkte haben sich dann aber beruhigt. Und es waren eben some participants, es war nicht nur Robert Kaplan. Das ist das Interessante. Neben dem Vermeiden des Wortes Tapering waren es jetzt eben some participants. Und warum die Märkte sich beruhigt haben, ist im Prinzip, weil diese schlechte Nachricht, es wird das Tapering kommen, eben noch in der weiten Zukunft ist. Das ist wie wenn du einem Kind sagst, du musst zum Zahnarzt, aber der Termin ist erst in 4 Monaten. Das ist dann eben noch eine Zeit lang hin, da eben aus diesen minutes to take some time before substantial broke. Also es wird noch dauern, bis wir substanziellen Fortschritt gemacht haben. Die Wirtschaft ist noch weit von unseren Zielen entfernt etc. Und vor allem, was Goldman Sachs hier anmerkt und andere auch, naja, wir hatten dazwischen dann nach diesem Protokoll, das ja schon ein bisschen her ist, diese Sitzung, das war ja im April, die Sitzung, auf dieses, auf das das Protokoll sich ja bezieht, also es ist schon her, dann kamen die schwachen US-Arbeitsmarktdaten, es kam aber noch mehr, es kam, wie David Rosenberg hier
eben anführt, Retail Sales waren schwach, also die Einzelhandelsumsätze, die US-Immobilienmarktdaten waren nicht so stark. Und wir sehen den City Economic Surprise Index ja auf dem tiefsten Stand seit Juni 2020. Also die Daten enttäuschen. Und das ist jetzt genau der Punkt, um den es gehen wird. Je besser die Daten sind, umso schlechter für die Märkte. Je schlechter die Daten sind, umso besser für die Märkte. Denn wenn die Daten schlecht sind, dann ist der Zahnarzttermin sozusagen immer noch weiter nach hinten verschoben. Das sorgt für gute Laune. Je besser die Daten sind, umso näher rückt der Zahnarzttermin, um in diesem Bild zu bleiben, an die Gegenwart heran. Und genau das ist der Punkt, der jetzt vielleicht gefährlich werden kann, denn ich rechne damit, dass die nächsten Arbeitsmarktdaten im Juni richtig, richtig gut werden, weil eben, das sind die Daten aus dem Mai, weil eben die letzten Arbeitsmarktdaten doch so groß und so stark enttäuscht hatten. Warum haben sie enttäuscht? Weil die Leute noch auf ihren Stimuluschecks lebten, keine Motivation hatten, sich Arbeit zu suchen, dementsprechend weniger Stellen geschaffen wurden. Jetzt aber ist die Kohle ausgegangen, jetzt sind die Töpfe leer, jetzt muss man sich wieder bemühen und wir werden dann Nachholeffekte sehen in diesen Zahlen und die Zahl wird aus meiner Sicht bombig werden, die dann Anfang Juni verkündet wird und dann werden die Märkte sich denken, aua, aua, das ist nicht gut. Wir müssen insgesamt aber natürlich noch sehen, wie Sven Henrik hier zum Beispiel anmerkt, dass Tapering ja nicht bedeutet sofort den kompletten Ausstieg aus der Geldpolitik. Die Fed druckt weiter. Aber sie druckt halt nur ein bisschen weniger und wie Jonathan Farrow hier von Bloomberg anmerkt, ist es eben so, dass letztendlich in diesem Protokoll manche sich verstecken, weil es anonym ist, während der Einzige, der offen eben sein Visier hebt und zeigt, ich stehe dazu, ist eben dieser Robert Kaplan von der Dallas Fed, aber es zeigt eben, dass einige Mitglieder ähnlich denken, die äußern sich nur nicht öffentlich so, sondern sie verstecken sich in gewisser Weise in dieser Anonymität des Protokolls. Und interessant gestern auch in diesem FOMC-Protokoll hier die Aussage der Fed, ja, wenn jetzt die Assetpreise fallen sollten, weil der Risikoappetit der Investoren nachlässt und der würde nachlassen, wenn die Fed eben Tapering betreibt, wenn die Fed ihren Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik ankündigt, dann könnte das bedeuten und auch Financial Leverage, also man spricht hier direkt die Hebelung an, dass das, wenn hier die Preise fallen, durchaus Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben könnte, verdirbt die Stimmung, das sehen wir immer wieder. Rezessionen entstehen, nachdem die Börsen eingebrochen sind, meistens und nicht andersrum. The Fed finally discovers that the economy is the market. Der Markt ist die Wirtschaft, wenn man so will. Das ist genau das Thema. Schauen wir uns die Märkte gestern mal an. Wir hatten dann eben diese Erholung, weil man sich gesagt hat, Zahnarzttermin ist noch weit weg und die Daten zuletzt waren ja schlecht. Also lasst uns mal entspannen. Die Verluste konnten reduziert werden. Wir sehen Technology war der Leader, obwohl die Anleiherenditen gestiegen sind, dazu gleich mehr, Communication Services, Utilities, unten Materials und Energy. Energy gestern richtig nach unten gegangen, warum, werden wir gleich sehen. Aber trotzdem Tech sich gut entwickelt hat gestern oder die Verluste hat aufholen können, Tesla jetzt 39% von seinem Januar-Hoch entfernt, Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung zu Umsatz jetzt nur noch 17-fach. Das ist in vielerlei Hinsicht immer noch relativ sportlich. Gestern hat jemand ein Video über mich gemacht, als ich in einem der Videos Aussagen über Tesla gemacht habe. Mit dieser Aussage, Michael Burry hätte eben Tesla geschortet über Optionen. Es handelt sich da, das hatte ich in diesem Video auch gesagt, kam aber in dem Video des jungen Mannes hier nicht vor. Es handelt sich um 13K-Filings. Klar, das liegt schon etwas zurück, weil das Daten aus dem 1. April sind, wo eben institutionelle Investoren ihre Dinge veröffentlichen müssen. Ich habe da ein bisschen Kritik einstecken müssen, das ist völlig okay, damit kann ich gut leben. Allerdings fand ich die sachlichen Punkte nicht so wirklich gerechtfertigt, eben, dass Tesla so wahnsinnig viel investieren würde. Naja, nicht so wirklich, dass Tesla eine so tolle Marge habe. Nein, auch nicht so wirklich. Aber gut, sei es drum. Jedenfalls, Tesla hat jetzt 300 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren seit Ende Januar und hat gestern auf dem tiefsten Stand seit 8. März geschlossen. Möglicherweise jetzt die Chance auf eine Bodenbildung hier, eine Erholung. Wir werden es sehen. Aber kommen wir mal zum S&P 500. Der ist ein bisschen abgesackt, hat dann letztendlich gestern das Tief, das wir vorher schon mal erreicht hatten, das Verlaufstief, verteidigen können. Wir waren zwischenzeitlich 4,5% im Minus. Jetzt ist eben für mich diese entscheidende Zone beim S&P 500 4050.
Wenn der Index diese Marke brechen sollte, dann werden wir vielleicht sogar bis 3900 laufen, bis zur unteren Trendkanalbegrenzung. Wenn nicht, wenn das gehalten werden kann, könnte das ein Doppelboden sein, der zunächst mal weitere Anstiege impliziert, bis dann möglicherweise Anfang Juni 90% der Aktien im S&P 500 handeln nach wie vor über ihrem 200-Tagesschnitt. Aber kommen wir nochmal zur Reaktion anderer Märkte auf das FOMC-Protokoll. Wir sehen hier oben den Dollar-Index, der zuletzt ja schwer unter Druck war, aber dann einen Rebound gezeigt hat. Das könnte eine Drehung gewesen sein mit diesem Tapering-Horizont für den Dollar. Und wir sehen unten die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite, die gestiegen ist, eben auf diese Andeutung des Taperings, ohne das böse T-Wort auch wirklich in den Mund zu nehmen. Und das große Thema ist und bleibt natürlich jetzt neben den Konjunkturdaten und der Reaktion der Fed darauf, die Sache mit der Inflation. Den S&P 500, den Leitindex, den gibt es seit 1947 und seitdem ist neunmal die Inflation über 4% gestiegen. In 8 dieser 9 Fälle sind die Aktienmärkte dann 3 Monate später tiefer gewesen, die einzige Ausnahme 2005, aber damals war es eben so, dass dann wenig später die Inflation wieder gefallen ist. Also die Märkte reagieren auf Inflation. Warum? Weil zukünftige Gewinne und Cashflows jetzt schon diskontiert werden und wenn die in der Zukunft wertloser erscheinen durch die Geldentwertung, und das ist ja Inflation, dann hat man eine Preisadjustierung in gewisser Weise. Es sind die Rohstoffe, die diese Inflation bisher so ein bisschen angetrieben haben, aber die Rohstoffe zuletzt unter Druck. Jetzt auch nochmal China, das klar gesagt hat, wir wollen die Inflation eindämmen, indem wir diesen Spekulationen am Rohstoffmarkt ein bisschen Einhalt gebieten. Wir sehen, dass Stahl zurückgekommen ist, Eisenerz, diese ganzen Geschichten sind deutlich unter Druck gekommen. Also da ist die Party vielleicht erstmal vorbei. Party vorbei auch bei Bitcoin. Das ist das zweite große Thema, respektive den Kryptowährungen. Wir sehen, dass wir zwischenzeitlich vom Allzeithoch, das Bitcoin ja bei knapp 65.000 erreicht hat, jetzt 54% gefallen sind zwischenzeitlich. Wir waren ja knapp unter 30.000 vor der dann folgenden Erholung. Da haben offenkundig einige sich dann eingekauft in diesem Dip. Da ist sozusagen das Prinzip wieder der Fall gewesen, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Und hier sehen wir, dass um und bei 8,6 Milliarden hier liquidiert wurden. 775.000 Trader-Accounts wurden liquidiert, also da kam der Margin Call, Bums-Position geschlossen. Eben diese 8,6 Milliarden. Jetzt hat gestern die Bank of America gesagt, ja, eigentlich gibt es keinen wirklich guten Grund, um Bitcoin zu halten, außer dass der Preis steigt. Denn es ist immens volatil. Ja, das kann man sagen, wenn etwas mal über 50% fällt, dann ist es nicht nur volatil, sondern dann muss man eben auch die Frage stellen, ist das ein sicherer Hafen? Ist das wirklich etwas, was die Alternative zu Fiat-Geld ist? Wir sehen, dass es auch, wie Bank of America sagt, da keine wirkliche Korrelation zur Inflation gibt. Also es ist nicht wirklich bisher jetzt so, dass man sagen kann, ja, da kann ich ruhig schlafen, wenn ich Bitcoin habe. Klar, man freut sich, wenn man Bitcoin hat oder spekuliert auf steigende Kurse und das passiert auch, das ist schick. Aber wenn nett, ist halt nicht so schick, das ist genau das Problem. Wir sehen, dass dann Cryptocurrency bei Google extrem stark gegoogelt wurde. All-time high, gab es noch nie so viele Nachfragen nach Cryptocurrency. Und wie hier ein Kommentar anmerkt, okay, vor 3 Jahren ist Bitcoin auch schon immer wieder mal gecrashed, es gab ja immer wieder heftige Rücksätze, aber damals war eben noch nicht so viel institutionelles Geld im Spiel. Viele große Institutionelle dürfen kein Bitcoin kaufen, andere dürfen es. Und da haben viele schon zugeschlagen. Für Tesla etwa ist das natürlich relevant. Für eine Cathie Wood ist das relevant, um zwei meiner Lieblingsmatadoren hier zu nennen, jene Hasardeure. Aber jedenfalls sehen wir Bitcoin zu Gold, diese Relation jetzt deutlich runtergekommen. Und wir sehen, dass wir eben zwischenzeitlich 52,8% im Minus waren. Unten hier diese Grafik. Jetzt dann eben die Erholung wieder in Richtung 40.000. Heute Nacht waren wir wieder 35.000. Also das bleibt nervös. Und es bleibt auch an den Märkten nervös. Warum? Weil eben jetzt dieses Tapering erstmal am Horizont erkennbar ist. Man wird sich immer wieder beruhigen und sagen, naja, ist ja noch weit weg. Der Zahnarzttermin, der ist eben noch nicht so bald. Aber er rückt eben doch mit guten Daten sehr, sehr konkret heran. Und wenn wir wahrscheinlich auch im nächsten Monat dann die Inflationszahlen sehen werden, Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, dann dürften die auch sehr, sehr stark
nach oben gegangen sein, so wie heute die Erzeugerpreise aus Deutschland mit dem höchsten Anstieg seit vielen, vielen Jahren. Also, das ist so ein bisschen mein Fahrplan. Die Märkte dürften volatil bleiben und vor allem jetzt sind gute Daten schlecht für die Märkte und andersrum. Ich wünsche einen guten Start in diesen Donnerstag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.